Durch die dokumentarischen Fotografien des Johannes Felbermayr gewinnen wir Einblick in die Arbeit der Kunstrückgabebehörde am Münchner Königsplatz, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Auftrag der amerikanischen Militärregierung damit beschäftigt war, geraubte Kunstwerke aus ganz Europa richtig zuzuordnen und den rechtmäßigen Eigentümerinnen und Eigentümern zurückzustellen. Als Ort der Handlung dienen der ehemalige Verwaltungsbau und der sogenannte Führerbau der NSDAP, die jetzt als Gallery 1 und Gallery 2 bezeichnet werden. Dort kommen Gemälde, Skulpturen, Kirchenglocken, Archivbestände, Bibliotheken aus ganz Europa zusammen. Das Haus ist entworfen von Paul Ludwig Trost, der einen Stahlbeton-Skelettbau modernster Bauart mit Naturstein so verkleidet, dass für den oberflächlichen Betrachter der Eindruck eines klassizistischen Altbaus entsteht. Nach dem Krieg, bei der Arbeit des Central Collecting Points und des hier entstehenden Amerika-Hauses, wird die Moderne wieder zurückgewonnen, die 12 Jahre lang in Deutschland verfolgt worden war und die neue Kunst sammelt sich hier an dieser Stelle zurück.